Herzlich willkommen bei uns in der Gemeinschaftspraxis der Urologie und der Neurologie in Zeitz, hier am Lindenplatz 4. Wir haben unsere Gemeinschaftspraxis am 1. Januar 2018 gegründet und damit haben sich auch eine ganze Reihe an neuen strukturellen und organisatorischen Sachen hier bei uns verändert. Es ist schon so, dass wir unsere Praxis allgemein sehr familiär führen. Wir glauben, wir fahren gut damit, dass wir mit unserem Personal ein offenes, ehrliches und vertrauensvolles Verhältnis pflegen. Wir haben einen ganz entspannten Umgang mit Lob, mit Kritik. Und das schließt natürlich nicht aus, dass es strenge Forderungen an die Führung einer medizinischen Praxis gibt. Wir haben nun 10 Mitarbeiter. Von diesen 10 Mitarbeitern haben 9 Mitarbeiter zwischen 1 und 3 Kindern. Das haben wir uns ganz bewusst so ausgesucht, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass es doch eine schon wichtige Eigenschaft von jungen Muttis ist, dass sie ihren Tagesablauf streng einplanen müssen, dass sie also wissen, was sie tun und dass wir also auch mit diesem jungen, dynamischen Muttis sehr gut untereinander agieren können. Wir haben etwas mehr Mitarbeiter als vielleicht andere Praxen. Damit können wir auch eventuelle Fehlzeiten gut austarieren. Wir versuchen ganz bewusst unseren Jahresurlaub in die Schulferien zu legen, damit die schulpflichtigen Kinder und die Muttis dazu auch jetzt keine großen Schwierigkeiten haben, ihre Kinder dann zu betreuen und einen Jahresurlaub zu verlegen, auch wenn wir das selber gar nicht mehr bräuchten. Aber wir waren immer berufstätig und wir haben selber 2 inzwischen erwachsene Kinder und wissen, dass das sehr gut ist, wenn man da entspannt und kollegial auch an diese Belange der Familien denken kann. Wir haben mit allen unseren Mitarbeitern individuelle Arbeitszeiten ausgemacht. Das hat sich insgesamt sehr bewährt. Das heißt, wir konnten auf die individuellen Wünsche unserer Mitarbeiter gut eingehen, konnten aber auf der Vielzahl der Mitarbeiter natürlich auch dafür sorgen, dass gegenseitige Ersetzbarkeit gewährleistet ist. So arbeiten manche 20 Stunden, 30 Stunden, 35 Stunden, je nachdem, wie es sich mit der Familie und der Anzahl der Kinder vereinbaren lässt. In unserer Zuständigkeitszeit als Chefs haben wir inzwischen 5 junge Muttis beglückwünschen können zur Geburt ihrer nächsten Kinder. Also wir haben 5-mal Erziehungszeit und 5-mal Schwangerschaften und entsprechende Mutterschaftsurlaube und Erziehungszeiten gut ausgeglichen und sind jedes Mal sehr froh, wenn wieder sozusagen das familiäre Glück dann auch hier sich niederschlägt. Auch wenn das für die Arbeitsabläufe nicht ganz einfach ist, ist das durch die anderen Mitarbeiter, die entsprechend das Verständnis dann entsprechend mitbringen, gut ausgeglichen. Es ist aber im Alltag nicht immer ganz einfach mit vielen jungen Muttis, die kleine Kinder haben, aber wir versuchen das im größten Sinne entspannt zu klären und kollegial im Miteinander der Kollegen, das gut gelingt. Da sind wir sehr froh drüber, dass alle anderen jungen Muttis entsprechend immer das mit ausgleichen. Ja, bedingt durch die organisatorischen Notwendigkeiten der Kassenärztlichen Vereinigung gönnen wir uns ja doch einige freie Tage im Jahr. Und wir geben diese Freizeit auch komplett an unsere Mitarbeiter weiter, sodass unsere Mitarbeiter also durchaus zwischen 45 und 50 freien Tagen im Jahr haben, was für die Familien und das Umfeld, soziale Umfeld schon einen großen Gewinn darstellt, der sicherlich an manchen Stellen auch nicht finanziell aufzuwiegen ist. Ja, wir feiern also alle Geburtstage unserer Mitarbeiter bei uns oben unterm Dach in einem großen Gemeinschaftsraum. Dort wird auch jeden Tag gemeinsam Mittagspause abgehalten. Manchmal wird gemeinsam gekocht, manchmal macht das jeder für sich selber. Eine richtige große Weihnachtsfeier gemeinsam mit allen Mitarbeitern pro Jahr als Pflicht. Das wird immer sehr spektakulär, weil die Mitarbeiter bis zum letzten Moment im Unklaren gelassen werden, wo wir hinreisen. Das kann auch durchaus mal mit Übernachtung sein.
Und ganz legendär sind große gemeinsame Feiern bei uns im Garten oder auch in der Moritzburg, wo wir unseren Besuch aus Madagaskar gemeinsam mit der Praxis sehr lustig eingebracht haben. Dann immer auch gemeinsam mit allen Kindern der Mitarbeiter. Das, ja. Das ist immer ein großes Kinderfest. Und legendär ist bis heute die Hochzeit einer unserer Mitarbeiterinnen, wo wir also alle gemeinsam ein Kabarettprogramm aufgeführt haben. Und ich glaube, die Gemeinde Gutenborn erzählt heute noch davon. Na, also wir wollten jetzt bitte damit auch keine Werbung für die Praxis machen, sondern wir wollten einfach nur darstellen, dass wir versuchen, mit einem offenen, ehrlichen, netten Miteinander uns die langen Arbeitstage alle gegenseitig nett und vernünftig zu gestalten. Und wir denken, dass dieses gute Betriebsklima natürlich auch auf die Patienten ausstrahlt, die hier doch mit bangem Herzen und mit etwas Angst und vielleicht Unwohlsein in die Praxis kommen. Und wenn das ausstrahlt, dass wir uns hier freundlich und ehrlich und offen und nett bemühen, dann ist ja allen schon geholfen.